Heute setzen aber nicht nur Prostituierten ein Zeichen dafür, dass sie bald wieder arbeiten dürfen. Heute geht auch von Mannheim ein klares Signal in Sachen vielfältige Gesellschaft aus. Der Verein Mannheim sagt ja, hat nämlich heute zu einer Aktion geladen, die aufklären will in Sachen Antisemitismus. Max Storr, unser Reporter, ist vor Ort. Max, wie genau sieht denn diese Aufklärung aus? Ja, wird Antisemitismus durch Zuwanderung transportiert? Das ist hier die zentrale Frage, die heute auf der Veranstaltung von Mannheim sagt ja diskutiert werden soll. Und neben mir steht Ramona Ams, jüdische Autorin. Ja, Frau Ams, Sie halten ja auch später hier die Lesung. Was sagen Sie denn zu der These, wird Antisemitismus durch Zuwanderung transportiert? Ja und nein. Es kommt natürlich neuer Antisemitismus dazu, aber er fällt hier auf sehr fruchtbaren Boden. Also ich habe wirklich als Kind schon antisemitische Erfahrungen hier gemacht. Da gab es noch keinen Flüchtling weit und breit. Von daher würde ich schon sagen, diesen Fokus auf diesen importierten Antisemitismus möchte eigentlich nur vom eigenen Versagen ablenken. Wie unterscheiden sich denn die Formen von Antisemitismus? Können Sie da ein Beispiel nennen? Ja, also es gibt natürlich diesen tradierten, alten, rechtslastigen Antisemitismus, wo man als geldgierig oder reich bezeichnet wird. Dann gibt es einen religiös motivierten Antisemitismus. Also es ist mir durchaus als Kind schon passiert, dass ein Pfarrer gesagt hat, ihr habt Jesus ermordet. Dann gibt es den linken Antisemitismus, der sich meistens irgendwie am Israel-Konflikt abarbeitet und meint, die Juden hierzulande dafür in Haft nehmen zu können. Und es gibt jetzt einen ganz neuen Antisemitismus, der mit Corona erst aufgeschwappt ist, so aus der Mitte, so ein verschwörungsgeschwurbelter Antisemitismus, der im Moment sehr virulent ist. Und natürlich bringen die Flüchtlinge auch so einen islamistisch geprägten Antisemitismus mit oder so einen arabisch geprägten, nicht alle, aber es kommt vor. Der ist aber nur ein Teil von einem viel, viel größeren Problem. Sie sind ja in Deutschland aufgewachsen, Sie sind in Deutschland geboren. Welche Erlebnisse haben Sie denn gehabt in der Kindheit oder auch als Erwachsene? Können Sie da Beispiele nennen? Also in der Kindheit waren es vor allen Dingen eben sehr subtile Sachen oft. Also dass mir in der Schule gesagt wurde, sie ist Jüdin, aber nett. Oder dass sich ein Lehrer darüber beschwert hat, wenn ich eine schlechte Arbeit geschrieben habe, Juden sind doch so intelligent, warum ist da nichts vorhanden? Später dann, als ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, kamen ganz klar auch Drohmails dazu, ein Hakenkreuz an der Tür. Ich wurde mal bespuckt in der Straßenbahn, als man meinen Davidstern gesehen hat am Finger. Es ist einfach sehr unschön. Die BKA-Statistik belegt ja, dass Gewalttaten mit antisemitischem Hintergrund immer weiter zunehmen. Halle ist ja ein gutes Beispiel aus dem letzten Jahr. Was kann denn getan werden? Wie können Vorurteile und Stereotypen abgebaut werden? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich halt denke, dass Gespräche, man kann das versuchen mit Gesprächen und auch solche Veranstaltungen helfen, vielleicht ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Tatsächlich glaube ich aber, dass Antisemitismus auch häufig so ein tief sitzendes Ressentiment ist, an das man kaum rankommt. Was aber konkret helfen würde, wäre natürlich, wenn der Staat das effektiver bekämpfen würde. Also wenn Polizei die Anzeigen, die man macht, auch verfolgen würde und nicht einstellen würde. Wenn man sich darauf verlassen könnte, dass die Gerichte auch antisemitische Taten als solche bezeichnen. Also als 2014 dieser Anschlag auf die Synagoge war, wurde das hinterher von einem Gericht keineswegs als antisemitische Tat gebrandmarkt, weil in dem Fall waren es Flüchtlinge, die den Brandsatz geworfen hatten und die eben gesagt haben, sie wollen Israel kritisieren. Vielen Dank, Frau Ams. Und wer sich an dieser wichtigen Debatte beteiligen möchte, kann das auch über die Facebook-Seite von Mannheim sagt ja tun, denn da wird es ab 19 Uhr live übertragen. Dankeschön, Max.